Ich will mal mit einer leichten Konstruktion beginnen. Eine, die ihr auch ohne Thaleskreis bewältigen könnt. Konstruiert werden soll ein rechtwinkliges Dreieck ABC. Wir wissen B, 4 Längeneinheiten. C, 5 Längeneinheiten und Alpha 90 Grad. Man sollte immer eine Planungsskizze vor der Konstruktion anfertigen. Die bringt einen auf die Idee, wie man diese Planungsskizze überhaupt oder wie man die Konstruktion überhaupt anzugehen hat. Planungsskizze bedeutet, ich zeichne einfach mal irgendein Dreieck, am besten ungefähr gleichseitig, dann kann nichts schief gehen. A, B, C. Und ich zeichne die Seiten ein und die Stücke oder die Winkel, die bekannt sind. Ich weiß, die Seite B, das ist die Seite, die dem Punkt Groß B gegenüberliegt, hat die Länge 4. Die Seite Klein c, das ist die, die dem Punkt Groß C gegenüberliegt, hat die Länge 5. Und wir wissen, Alpha, das ist also der Winkel bei A gleich 90 Grad. Bitte stört euch nicht daran, dass dieser Winkel ja gar nicht wie 90 Grad aussieht. Es ist eine Skizze. Da ist das erlaubt. Diese Skizze bringt uns jetzt auf die Idee, wie man vorzugehen hat. Man zeichnet zunächst mal die Seite mit der Länge 5. Dann errichtet man im Punkt A, also im Endpunkt dieser Seite, ein Lot. Soll ja hier ein rechter Winkel sein. Und dann benötigt man genau 4 Längeneinheiten. Das schafft man wiederum mit einem Kreis mit Radius 4. Und schon hat man den Punkt C als Schnittpunkt gewonnen. Ich will das jetzt gar nicht vorführen, weil das ist eine Konstruktion, die könnt ihr eigentlich schon. Dazu benötigt man auch den Thaleskreis nicht. Ich will es ein bisschen komplizierter machen. Und zwar tausche ich mal Alpha durch Gamma aus. Das heißt, hier oben ist der rechte Winkel und alles andere bleibt so, wie es schon eingezeichnet ist. Ja, schauen wir uns die Skizze an. Nachdem der rechte Winkel, also der Punkt mit dem rechten Winkel, der Seite AB gegenüber liegt, kommen wir hier mit dem Thaleskreis weiter. Wir errichten den Thaleskreis oder wir konstruieren den Thaleskreis über der Seite AB und dann muss C schon mal auf diesem Thaleskreis liegen. Und wenn wir dann noch einen Kreis mit Radius 4 um A zeichnen, dann bekommen wir den gesuchten Punkt C als Schnittpunkt. Und das mache ich jetzt vor. Schritt für Schritt. Das war also jetzt bloß die Vorbesprechung. Jetzt kommt es nochmal genau. Zunächst mal die Seite AB. 1, 2, 3, 4, 5 Längeneinheiten. Normalerweise würde ich jetzt, wenn es eine reine Konstruktionsaufgabe sein soll, die Mitte dieser Seite AB mit Zirkel und Lineal konstruieren. Also ich würde die Mittelsenkrechte konstruieren und so weiter. Ich möchte es ein bisschen abkürzen, denn es ist nicht so leicht, an der Tafel mit meiner komischen Schnurkonstruktion hier voranzukommen. Also das sei mir jetzt mal erlaubt, hier einfach abzumessen mit dem Lineal. Dann ist also hier die Mitte. Und ich zeichne den Thaleskreis über der Seite AB.
Der gesuchte Punkt C liegt also jetzt irgendwo auf diesem Kreis. Wir wissen aber auch, dass diese Seite hier, also die Seite B, 4 Längeneinheiten lang ist. Wenn ich also hier einsteche bei A und einen Kreis mit Radius 4 zeichne, bekomme ich als Schnittpunkt den gesuchten Punkt C. Das mache ich jetzt. Hier einstechen, 1, 2, 3, 4 Radius. Und da, wo dieser Kreis den Taleskreis schneidet, da ist der gesuchte Punkt C. Also das Dreieck nochmal zusammengefasst. Zunächst die Hypotenuse AB, 5 Längeneinheiten, dann der Taleskreis und zuletzt ein Kreis um A mit Radius 4, der uns dann eben zu dieser Strecke führt und beziehungsweise dem Punkt C. So funktioniert es bei diesem Beispiel. Ja, und zuletzt möchte ich noch eine ganz spezielle Anwendung zeigen, und zwar die Konstruktion einer Tangente. Durch diesen Punkt P soll eine Tangente an diesen Kreis gezeichnet werden. Tangente bedeutet ja, dass sie den Kreis berührt. Also, wenn ich das mal durch Anlegen des Lineals demonstriere, dann wäre das hier ungefähr eine Tangente und das hier. Aber natürlich ist Anlegen des Lineals keine Konstruktion. Die Frage ist also, wie bekomme ich das ganz sauber hin mit Zirkel und Lineal? Ich mache es vielleicht jetzt einfach mal vor und im Anschluss begründe ich, warum es so geht. Die Konstruktion sieht so aus. Ich verbinde den Punkt P mit M. Und anschließend konstruiere ich den Taleskreis über der Strecke PM. Das heißt, ich brauche zunächst mal die Mitte. Ich mache das jetzt einfach wieder mit meiner Skala hier auf dem Lineal. Ihr solltet es bitte mit Zirkel und Lineal im klassischen Sinne machen, also durch Konstruktion der Mittelsenkrechten. Ja, hier ist die Mitte. Und jetzt eben der Taleskreis. Ja, also ungefähr, bitte diese kleine Ungenauigkeit sei mir verziehen, es geht einfach nicht besser mit meiner Schnurkonstruktion. Aber ich habe jetzt zwei Berührpunkte gefunden. Und zwar dieser Punkt hier, ich nenne ihn B1, und dieser Punkt hier, ich nenne ihn B2. Also praktisch die Schnittpunkte von Taleskreis und dem Kreis, der gegeben war. Ich will die Tangenten mal rot einzeichnen. Tangente Nummer 1 und Tangente Nummer 2. Ja, also die Konstruktion ist eigentlich ganz leicht. Den Punkt P mit dem Mittelpunkt verbinden und darüber den Taleskreis und dann erhält man zwei Schnittpunkte. Die Frage ist jetzt nur, warum diese Konstruktion, warum sind das tatsächlich die Berührpunkte der Tangente? Dazu
Schauen wir uns mal dieses Dreieck an. Also ich verbinde M mit dem Berührpunkt. Dieses Dreieck hier wollen wir uns mal näher betrachten. Es ist einfach so, das ist geometrisch bekannt, dass dieser Radius, der praktisch den Mittelpunkt mit dem Berührpunkt verbindet, senkrecht steht auf der Tangente. Das muss ich jetzt einfach voraussetzen. Und dann erkennt man aber, ja, logisch, dieser Punkt muss auf dem Thaleskreis über PM liegen. Denn wir haben ja hier einen rechten Winkel. Ja, also das ist die Begründung für dieses Vorgehen. Ich hoffe, diese Beispiele, der Satz an sich, sind in diesem Überblicksvideo klar geworden und ich wünsche viel Erfolg mit den eigenen Berechnungen und den eigenen Konstruktionen. Viel Spaß dabei!